So, hallo lieber Bernhard, herzlich willkommen zum Interview. Vielen Dank einmal zuerst, dass du dir Zeit genommen hast heute, um ja für dieses Interview zur Verfügung zu stehen. Und ja, herzlich Ja, willkommen. danke, Camilla. Freut mich, dass ich auch diese Plattform nutzen kann, auch dementsprechend ja, mich zu präsentieren, meine Erfahrungen und auch dementsprechend ja, Frage und Antwort und Rede stellen kann bezüglich dem Tierprogramm. Genau, um das geht es heute. Darf ich dir einmal zu Beginn ganz kurz ersuchen, dass du dich vorstellst, wer du bist, eben was du auch beruflich machst? Genau, mein Name ist, wie gesagt, Bernhard Meierhofer. Ja, ich bin eigentlich schon fast über 3 Jahrzehnte bei den österreichischen Bundesbahnen in den unterschiedlichsten Positionen, seit ungefähr 15 Jahren in Führungspositionen tätig. Ja, habe mich eigentlich stetig weitergebildet. Ich habe neben meinem Beruf, also neben meinem Job, Betriebswirtschaftsstudium absolviert. Ja, also ich habe immer probiert, dementsprechend mich weiterzuentwickeln. Ja, und aktuell, wie gesagt, bin ich Führungskraft und ja, habe circa 100 Mitarbeiter, die ich aktuell direkt führe. Okay. Was hat dich dann dazu gebracht? Ich sag, weil du gesagt hast, du hast dich schon länger auch mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt. Was hat dich dann zum Thinking into Results gebracht? Beziehungsweise woher hast du die oder wie hast du die Vivian kennengelernt? Naja, das war eine ganz spannende Geschichte. Im Endeffekt, ja, ich habe immer seit meiner Matura, wie gesagt, nachher dann probiert, mich weiterzubilden, habe viel gelesen, habe einfach auch im Studium dann Dinge gemacht und gelernt, was mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Führungsentwicklung zu tun hat. Und ja, wie habe ich die Vivian kennengelernt? Im Endeffekt, bei den ÖBB gibt es für alle Führungskräfte ein 360-Grad-Feedback. Das heißt, du wirst jedes zweite Jahr, wirst du im Zuge von 360-Grad-Feedback bewertet. Das heißt, Selbstbewertung, der Vorgesetzte, die Kollegen und die Mitarbeiter. So. Und ich kriege da eigentlich immer sehr gute Ergebnisse. Und irgendwann einmal, und jeder hat die Möglichkeit, einen persönlichen Coach zu nutzen, um die Ergebnisse zu besprechen. Und ich habe mir immer gedacht, na, brauche ich nicht, schaut eh so gut aus. Und eigentlich letztes Jahr 2019, habe ich mir gedacht, na, das gebe ich mir jetzt einmal. So, und habe da einen Termin ausgemacht mit einem persönlichen Coach. Und das ist eine Freundin oder Bekannte von der Vivian. So, und während dessen Gespräch sagt die zu mir, naja, was haben Sie denn da überhaupt für Vision aus Führungskraft? Wo wollen Sie denn hin? Und ja, und im Zuge von dessen sagt sie, ja, sie kennt die Vivian sehr gut und das wäre vielleicht was für mich. Und habe mich dann bei einer Veranstaltung angemeldet, wo die Vivian dementsprechend das präsentiert und auch ein bisschen, sage ich mal, zeigt, wohin die Reise gehen kann. Ja, habe dann zwar ja, einige Monate gebraucht, wo ich sage, okay, ist das jetzt das Richtige? Ein bisschen recherchieren. Die Entscheidungsfindung, ja, beim einen geht es schnell, beim anderen dauert es halt ein bisschen länger. Aber irgendwann habe ich dann für mich den Entschluss gefasst und gesagt, na, das Tier geht jetzt durch, das möchte ich machen. Und ja, und habe das Tierprogramm gestartet. Sehr cool. Und du bist ja jetzt aktuell im Coaching-Prozess. In welcher Lektion bist du dann im Moment? Momentan, wie gesagt, die Zeit vergeht wie im Fluge. Ich bin schon wieder in der Lektion 11. Das heißt, im Endeffekt sind es nur 3 Wochen, also eine Lektion 12 noch und jetzt die Hälfte der Lektion 11. Und dann ja, ist eigentlich das Tierprogramm, ja, sage ich mal, von allen 12 Lektionen beendet. Aber das Tierprogramm endet ja nicht, sondern das Tierprogramm, wenn man es will, geht ja lebenslang. Und ich sage, wie ist deine Erfahrung jetzt über die letzten oder über das fast letzte halbe Jahr jetzt auch mit diesem Art von Coaching? Weil es ist ja jetzt sehr viel in der Gruppe passiert ist. Wie war das jetzt oder wie ist die Erfahrung für dich, dieses wirklich regelmäßige Treffen in der Gruppe?
Ja, ich sage einmal, es ist einmal am Anfang gewöhnungsbedürftig, weil es ist ja im Zuge von der jetzigen Situation, die wir haben, ja nicht unbedingt möglich, sich persönlich zu treffen. Aber es ist ja nicht notwendig, weil diese Zoom-Calls und diese Zoom-Meetings ja meiner Meinung nach ein sehr, sehr tolles Medium sind. Es ist eine andere Art zu kommunizieren. Das finde ich einmal irrsinnig toll. Erstens einmal, ja, gibt es keine Grenzen, das ist auch klar, es kann jeder mitmachen, egal von wo er ist, also die Entfernung spielt da keine Rolle. Und meiner Meinung nach, und das habe ich, glaube ich, auch gespürt, es ist einfach intensiver. Also besonders diese Webinare oder die Q&As, die man hat, es ist sehr, sehr intensiv, wenn man sich darauf einlässt. Und ich finde es einfach ein super Medium. Und wie gesagt, das letzte halbe Jahr, wenn ich so ein bisschen reflektiere, ist irrsinnig schnell vergangen. Und für mich war das wirklich eine sehr, sehr tolle Zeit. Und was war jetzt bei den bisherigen Lektionen für dich die wertvollste, wo du sagst, du hast einfach wirklich das meiste mitgenommen oder das war das augenöffnendste Erlebnis? Naja, da auch ganz interessant, das Strichmännchen. Das heißt, Bob Proctor und auch in diesem Thinking Results Programm, das Strichmännchen, was einen wirklich bewusst macht, wie man eigentlich tickt. So, das heißt, das Bewusstsein, das Unterbewusstsein und der Körper und das Entscheidende, was für mich ganz, ganz wichtig war, ist das Unterbewusstsein. Das heißt, zu verstehen, was im Unterbewusstsein passiert, welche Paradigmen sich im Unterbewusstsein festgesetzt haben, weil das Unterbewusstsein, ja, das ist ganz, ganz schwer, sage ich mal, auszutricksen, zu beeinflussen oder, sage ich mal, in eine andere Richtung zu bewegen. Und das habe ich gelernt. Also, aber ganz auf eine einfache und simple Weise, auch über die Strichmännchen, zu sagen und zu erkennen, wie tickt jetzt eigentlich dieser Bernhard. Und ja, das war für mich das Entscheidende. Und das Thema Selbstbild ist ja ganz zentral. Das hat auch die Vivian ja in einem aktuellen Workshop auch wieder wirklich sehr betont auch, weil halt das wirklich entscheidend ist, was, also wie unser Selbstbild ausschaut, das spiegelt ja dann unsere Umwelt auch wieder oder unsere Ergebnisse in unserem Leben. Wie war jetzt die Entwicklung von deinem Selbstbild? Wie hast du beispielsweise am Anfang vom Coaching gesehen? Hast du das überhaupt schon definieren können? Weil es kennen ja viele Leute gar nicht, sich selber mal beschreiben, beziehungsweise halt dann auch dorthin zu kommen, wo du hin möchtest, als dein ideales Selbstbild. Ja, ich sage mal so, man sieht sich jeden Tag in der Früh im Spiegel. So. Ja, da gibt es mehrere Methoden, um den Tag gut zu machen, indem dass man lächelt und freundlich ist und denjenigen oder diejenige, die man da in diesem Spiegel sieht, auch dementsprechend akzeptiert. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber was jetzt bei dem Selbstbild noch viel, viel entscheidender ist, ist das, dass noch viel tiefer hineingeht, nämlich hinein in das Bewusstsein oder ich sage in die Seele. Nämlich, okay, wie möchte ich eigentlich sein? Das heißt, wie bin ich jetzt aktuell? Wie sehe ich mich? Dann gibt es ja auch sehr viele Erkenntnisse, wo man draufkommt, so tief hat man ja noch nie hineingesehen in sein eigenes Ich. Und da kommt dann auf einmal auch dieses Selbstbild, wo man sich denkt, okay, wer bin ich denn wirklich? Oder wer will ich denn wirklich sein? Oder wohin soll denn eigentlich meine Reise gehen? Und das war für mich dann das wirklich Entscheidende, ganz offen mit sich selbst, sage ich mal, sag ich mal, in Einklang zu gehen und wirklich auch zu schauen, wer bin ich, wer will ich sein? Und da war das Selbstbild eine ganz, ganz hilfreiche Lektion. Und arbeitest du jetzt auch regelmäßig mit dem Selbstbild, dass du das immer wieder nur veränderst oder ergänzt? Oder verändert sich das für dich dann auch, dass du sagst, ja, vielleicht war ich vor 3 Monaten ein anderer Bernhard, wie ich jetzt die Vision habe, dass ich sein möchte? Also
das ist auch, glaube ich, ein entscheidender Aspekt, den man im Programm miterlebt und mitkriegt, ist, dass man eigentlich nie stehen bleiben kann und auch nicht stehen bleibt, sondern dass man sich weiterentwickeln muss und auch weiterentwickelt. So, jetzt gibt es Menschen, die entwickeln sich negativ weiter oder bleiben einfach stehen. Und es gibt Menschen, die arbeiten mit sich selbst. So. Und wenn man jetzt in den Lektionen fortschreitet, man kriegt neue Erkenntnisse, man kriegt neue Inputs. Wenn man in den Q&As ist, wo wirklich Frage und Antwort passiert, kommen so viele Inputs auch dann von außen, wo man sich dann denkt, okay, ja, übernehme ich das. Und wie entwickelt mich das weiter? So, und wenn ich hergehe und sage, früher, ich habe mich immer weiterentwickelt, aber sehr theoretisch. Das heißt, wenn man jetzt ein Buch liest, dann liest man die Theorie, ja, das ist super, aber es geht darum, umzusetzen. Das ist das Wichtige, das Entscheidende. Und ich habe einmal auch einen Vorgesetzten gehabt, der hat gesagt, wenn ich gesagt habe, ich werde mich bemühen, diese Aufgabe gut zu meistern, dann hat er gesagt, Herr Meyerfer, das ist lieb und nett, bemühen ist zu wenig. So. Da hat er aber recht gehabt, weil im Endeffekt geht es um die Ergebnisse. Ja. Ja. Das heißt, du kannst dich bemühen, du kannst gute Vorsätze haben, du kannst wirklich top drauf sein, aber das ist zu wenig. Du musst, wie gesagt, deinen Weg finden. Und der dauert einfach. Und das ist Schritt für Schritt. Bei dem einen geht es schneller, beim anderen geht es weniger. Aber du musst für dich selbst den Weg finden, dich so hinzuentwickeln, wo du hin willst. Und ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist so. Das heißt, das Programm endet nicht, sondern das Programm, glaube ich, das bleibt. Und wenn man mit sich selbst arbeiten will und ins Positive, sage ich mal, sich entwickeln will, erfolgreich sein will und auch dementsprechend auch, sage ich mal, ein anderes Mindset haben will, dann muss man stetig an sich arbeiten. Also das ist, finde ich, ganz ein entscheidender Faktor und Aspekt, was du jetzt auch sagst, weil viele Menschen glauben ja immer, ich mache irgendein Coaching, wurscht, ob es jetzt on oder offline ist, und nach diesem Coaching, egal wie lange das jetzt dauert, endet meine Entwicklungsreise oder diese Betreuung, ja. Nur, dass das im Grunde eine Lebenseinstellung ist, die ich immer, jeden Tag, jede Stunde mir bewusst mache und an dem dann halt wachsen darf, das unterschätzen halt einfach sehr viele Menschen draußen. Ja. Man geht anders durchs Leben. Das muss man auch dazu sagen. Man hat einfach andere Fragestellungen durch das, dass man sich tagtäglich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und das ist auch immer so eine Sache. Einmal geht es einem gut, dann kann man das sehr intensiv machen, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Oder einmal ist halt die Zeit nicht oder es ist nicht so gut. Aber mit der, sage ich mal, mit der Länge des Programms verspürt man immer mehr, dass man sich damit beschäftigen will, jeden Tag. Ja. Und da muss man für sich selbst die Zeit finden, wie lange das dauert. Es muss aber auch nicht lange dauern, es können ein paar Minuten sein. Es geht nur darum, bewusst mit sich selbst zu arbeiten und diese Dinge zu reflektieren und auch zu probieren, die Theorie, das heißt den theoretischen Ansatz, in Übungen umzusetzen. Und das kannst du in jeder Situation, in jeder Situation. Da braucht man nur einkaufen gehen, ist man schon drinnen in der Situation, wenn einer nicht freundlich ist, lästig ist, egal welche Situation, oder wenn man am Parkplatz kommt und es nimmt dann an den Parkplatz weg und man ärgert sich, bist schon in der Situation drin. Da, ja. So, und da ist ganz, ganz wichtig, dann bewusst anders zu denken. Das ist das Entscheidende auch. Wem würdest du jetzt das Programm empfehlen und vor allem warum? Ja, empfehlen. Ich würde mal sagen, das Programm ist für jedem und jeder, muss man auch dazu sagen. Also für diejenigen, die einfach an sich selbst arbeiten wollen. Das heißt, die sich einfach weiterentwickeln wollen, die eine Persönlichkeitsentwicklung machen wollen, die dementsprechend einmal einhorchen wollen, welche Paradigmen habe ich, welche Gewohnheiten sind, das habe ich irgendwelche Ziele, die ich bis jetzt nicht erreicht habe,
Oder habe ich irgendwelche Visionen, wo ich sage, okay, die möchte ich oder Wünsche, einfach Wünsche, wo ich sage, die möchte ich mir erfüllen. Das spricht eh schon jeden an. Andererseits natürlich auch, so wie ich, Führungskräfte, wo man hergeht und sagt, ja, im beruflichen Alltag erlebst du sehr viel. Das heißt, du bist sehr viel im Hamsterrad und du hast mit sehr vielen unterschiedlichen Charakteren zu tun. Du hast einfach ab und zu Dinge zu tun, die missfallen oder wo du denkst, warum muss ich das jetzt eigentlich machen? Das will ich ja gar nicht. Es gibt sehr viele Menschen, die sind unglücklich in ihrem Job. Die machen ihren Job auch nur, weil's irgendwo glauben, sie brauchen das Geld oder ohne den Job geht es nicht. Und gerade auch für diejenigen ist irrsinnig Glas, einfach herauszufinden, was will ich denn eigentlich selbst machen? Mhm. Wer bin ich? Ja. Also es ist ganz wichtig, also das ist auch meine Erkenntnis, dass es nicht nur für Unternehmer oder Selbstständige ist, sondern da halt auch das Selbstbild oder dieser Bewusstseinsprozess über die eigene Person halt so entscheidend ist, dass ich wirklich bewusst durchs Leben gehe. Und also das ist für mich auch wirklich entscheidend, und das bestätigst halt du auch, dass es wirklich für jeder Mann oder jede Frau geeignet ist, Genau. Und wie geht's jetzt? Man braucht ja nur rausgehen. Man braucht ja nur schauen und ein bisschen bewusster schauen, wie ist mein Umfeld. So. Und das ist ja auch das, was man lernt, ist das Umfeld. Weil irgendwann verändert sich das Umfeld auch oder irgendwann kommst du in die Situation, wo du sagst, du willst kein negatives Umfeld haben, sondern du möchtest ein positives Umfeld. Du möchtest glücklich sein, du möchtest frei sein, du möchtest einfach erfolgreich sein und du möchtest einfach, wenn du in der Früh aufstehst, einen lässigen Tag erleben. Und da geht es dann los, sich zu fragen, okay, was muss ich denn überhaupt machen oder wie muss mein Leben ausschauen, damit überhaupt der Tag lässig wird. So, und dass ich nicht immer in der Spirale drin bin. Und ja, das glaube ich, ist wirklich das Entscheidende. Und somit bist du eigentlich dort, wo man sagen kann, es ist für jeden. Ja, und wie du sagst, du hast das in der Hand, wie dein Tag wird, weil wenn du aufstehst, dann kannst du deine Gedanken bestimmen und du kannst das im Grunde jede Minute, kannst du dich entscheiden, mache ich jetzt was Gutes draus oder was Schlechtes. Und das ist ja da sicher ein extrem großes Learning. Und das, was ich auch gelernt habe oder erfahren habe dürfen, ist, dass das, was man in dem Programm lernt, mit dem, dem man konfrontiert ist, wirklich passieren kann. Und da wirklich passiert. Das ist das Faszinierende. Wie ich schon mal gesagt habe, der eine braucht ein bisschen länger, der andere vielleicht ein bisschen kürzer. Das ist ja wurscht. Die Zeit ist ja da wieder, die ist ja wieder egal. Aber das Faszinierende an der Geschichte ist, dass es irgendwann einmal wirklich passiert. So. Und du da dann wirklich denkst, jetzt weiß ich, wie mein Unterbewusstsein programmiert wurde. Und jetzt weiß ich, was ich tun muss, damit mein Unterbewusstsein so programmiert ist, dass ich Glück, Erfolg, Zufriedenheit ausstrahle und habe. Ja, das ist ganz wesentlich, Und wie geht es jetzt dann bei dir, nachdem dieses halbe Jahr vom Coaching vorbei ist? Wie geht es für dich da jetzt weiter? Du hast vorher eben diese Mastermind-Gruppe angesprochen. Wie läuft es genau ab? Ja, also das Interessante bei der Geschichte ist ja, dass ich nicht nur von den Webinaren, von den Q&As, sage ich mal, zehren kann, sondern es gibt ja während des Programms ebenfalls eine Mastermind-Gruppe, die so zwischen 4 und 5 Leute, wo man wirklich einmal in der Woche in dieser Mastermind ganz offen miteinander kommuniziert und auch dementsprechend Themen bespricht. Und auch die Erfahrungen der anderen sich einholen kann. So. Und genau dasselbe passiert dann nach dem Programm. Das heißt, nach dem Programm kommt man auch in eine Mastermind. Das heißt, diejenigen, die dieses Programm absolviert haben, sind dann auch in einer Mastermind, wo man sich dementsprechend auch austauscht. Das heißt, man bleibt nicht stehen, sondern man geht weiter. So, jetzt gibt es viele,
die einfach das Programm von vorne wieder starten, die einfach sagen, okay, ich mache die Lektionen nur einmal von vorne durch, weil ich einfach vielleicht bei einer oder anderen Lektion draufkomme, aha, da habe ich ein bisschen nachzuschärfen oder da war ich vielleicht noch nicht so weit, wie ich in dieser Lektion gewesen bin. Das geht mir selbst auch so. Also ich bin auch drauf gekommen, mein C-Ziel, also das visionäre Ziel, kann man ein bisschen nachschärfen. Also man kann schon ein bisschen visionärer machen oder auch dementsprechend das Selbstbild, wo man drauf kommt, ja, da gibt es schon noch ein bisschen was. Ja, dass man in der Früh wirklich ins Spiegel schaut und sich denkt, hurra, also da steckt ja ganz, ganz was anderes dahinter. Und das kann man auch dann dementsprechend in der Mastermind mit den anderen Kolleginnen und Kollegen dementsprechend wieder intensivieren. Mhm. Das heißt, das Programm ist nicht zu Ende, das Programm geht weiter. Es liegt halt dann an jedem selbst, wie intensiver das dann dementsprechend weiter fortführt. Ja. Und also ich freue mich schon, dass die 12 Lektionen halbes Jahr vorbei sind. Einerseits mit einem weinenden oder mit einem lachenden Gesicht. Das Weinende ist, weil es war eine irrsinnig schöne Zeit, mit sehr intensiver mit diesen Themen sich auseinandersetzen. Und das wirklich lässig war, mit so vielen Menschen Kontakt zu haben und auch dementsprechend die Probleme oder die Themen anderer zu hören und zu erkennen, ja, das ist ja eigentlich etwas, was ich auch habe. Und auf der anderen Seite dann geht es weiter und man kann genauso auch wieder in einer Mastermind-Gruppe dementsprechend seine Fragen stellen und sich austauschen und weiterarbeiten an sich. Sehr gut. Darf ich dich noch als Abschluss um eine Aussage bitten, die dir am Herzen liegt, was du jetzt noch die Zuhörer und Zuschauer mitgeben möchtest? Für mich ganz wichtig oder auch für diejenigen, die ihr zuhören und diese Message auch jetzt sich anhören, ist, einfach zu entscheiden und sagen, ja, ich mache das, ja, ich tue es, weil man kann nicht wissen, wohin sich das entwickelt. Eins, das kann ich versichern, es entwickelt sich in eine sehr, sehr positive Richtung. Und man erkennt sehr rasch, dass sehr, sehr viel möglich ist. Und deshalb, ja, meine Zeit braucht, das ist so, jeder Mensch braucht seine Zeit, dass er einfach die Entscheidung trifft. Das muss man einfach abwägen. Man kann aufs Bauchgefühl hören. Das ist unterschiedlich. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, sich zu entscheiden und den Schritt zu setzen. Und einfach für sich selbst zu investieren. Ja. Ich habe es nicht bereut und ich würde es auch nie bereuen, weil ich einfach es sehe, dass es wirklich etwas bewirkt. Und ich gehe ganz anders durch die Welt und wenn ich jemanden triff, wo ich mir denke, ja, der würde es auch benötigen, empfehle ich es ihm, weil dann sage ich auch schon, ja, es gibt ein Programm, ja, und auch in der Führungsarbeit komme ich mit sehr, sehr vielen Leuten, wo ich auch dann immer wieder das anspreche und sage, schaut, es gibt schon etwas anderes auch, wo man auch dann Erfolg und Spaß an der Arbeit haben kann. Ja, eben, und das Wunderschöne ist ja, wenn du das dann wirklich vorlebst, wenn das im Außen sichtbar wird und auch von vielleicht Menschen, mit denen du gar nicht so viel Kontakt hast, wirklich die das erkennen, ja, dass wirklich bei dir sich was getan hat, ja. Und das ist wirklich das Schönste, wenn es im Außen sichtbar wird, die Arbeit. Genau. Ja. Man verändert sich. Ja. Ins Positive. Ja. Sehr gut. Dann bedanke ich mich von Herzen für das Interview. Wünsche dir auf jeden Fall für die letzten 3 Wochen auch noch viel Inspiration und auch Erfolg, ja. Und persönliche Weiterentwicklung und auch dann noch in der Mastermind-Gruppe eben alles Gute und ja, einen schönen Abend noch. Ja, danke. Danke für die Möglichkeit, über das Tierprogramm ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja. Wie gesagt, ein super
Programm und ich wünsche jedem, dass er die Entscheidung trifft und sich weiterentwickelt. Ja. Danke. Super. Vielen herzlichen Dank. Baba. Danke. Tschüss. Baba.